sagen, dass man, dass es irgendwo etwas kindisch wäre, hier Instant-Buttons zu besitzen, aber ich sag da nur, ich hau auf den Tisch und nur Bullshit, weil Instant-Buttons sind cool. Das ist mich immer so an früher, damals noch, die Zeiten, so im Bus, wo hier der, und dann hier so mit dem guten Dexter, wie der immer so ausgerastet, so ausgeflippt ist, eher gesagt, und mit seinen Instant-Buttons lauter Scheiße gemacht hat. Oder eher gesagt, und das sind jetzt diese, das sind jetzt immer so die typischen Sachen mit, ich erzähle aus meiner Vergangenheit. Wobei so lang Vergangenheit ist es noch nicht her, das war halt bloß letztes Schuljahr. Auf jeden Fall, und er hat hier immer so dieses Love angemacht. Moment, ich kann es gleich auch mal anmachen. Währenddessen, habe ich das hier drin? Ich glaube, ich habe es unter den Favoriten. Er hat beispielsweise das hat er immer also angemacht und dann ist er mal zu den kleinen Kindern hingegangen und hat das so gemacht. Ist er richtig behindert auch. Das wäre richtig hart pädophil. Oh Gott. Ich will schon in die Kommentare dann stehen, oh, das ist ein Pädo, bla. Wenn ich jemals irgendwie Let's Plays mit ihm mache, dann werde ich ihn wahrscheinlich damit voll flamen, so weiß ich jetzt schon. Aber egal. Das war irgendwie immer sein Lieblingsgeschäft. Ich hab ihn eigentlich immer nur dämlich angeguckt. Dachte mir so, wieso? Wieso habe ich solche Freunde? Naja. Aber das ist halt so. Also nehmen wir ab, nicht präsentieren. Der Ball ist verschwunden! Bitte, einer von euch ihn gesehen! Wer ist der Bade? Bist du in ihn verliebt? Warum fragst du nicht den König? Mit seiner Hilfe wäre alles viel leichter. Nein, er wollte doch, aber wir dürfen nicht zusammen sein. Bruder Alter. Alter, wie spreche ich die Leute bitte? Ich bin behindertes Monster. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mich beruhigen. Okay. What? Hätte ich nicht das geringste gegen. Bezwingt die Banditen und befragt sie nach dem verschwundenen Band. Also, wieso muss ich die Behinderte oder Behinderte sprechen? Das ist mir aber ganz neu. Mit dem Banditen töten, dann werden die Preise beim Verzauberer steigen. Haben die das jetzt seitdem mit dem Dingens hier mit dem DLC jetzt überarbeitet, das Zeug oder was? Ich glaube, mein Bruder, der hört das wahrscheinlich alles mit, weil er gerade auf der Toilette ist. Nicht so. Das sind immer diese richtig geilen Hintergrundinformationen. Ha, auf Toilette und bla. Alter. Der das wahrscheinlich jetzt wirklich. Und denkt sich wirklich, ja, wahrscheinlich, wo ist die behindert ist der denn? Wobei, ich glaube, er guckt sich sogar meine Let's Plays an. Er weiß das schon. Ich kann ja nicht sehen, wer alles meine Let's Plays schaut. Da stehen keine Namen, da stehen bloß Zahlen dran. Welche Folgen, wie oft geguckt wurden oder so ganz und so. So ganz! So quack, 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 ganz! Okay, das hat sich nicht einer ganz angehört, aber naja. Apropos Gänse. Immer wenn ich zur Schule laufe, da laufe ich hier immer an,
so, so einer, an so einem Fluss vorbei, oder so einem großen Fluss. Weiß gerade gar nicht mehr, welcher der war. Ja, genau weiß ich gerade nicht, welcher Fluss das ist, aber auf jeden Fall sehe ich ab und zu mal so Gänse schwimmen. Ich finde das immer so richtig genial. Ich mag Gänse. Die sehen so schön aus. So schön weiß. Schwimmen die ab und zu mal rum in der Stadt. Du, sag uns, was du mit dem Bad der Prinzessin angestellt hast. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Vielleicht ist dir ja aus drei Stücken gegangen, ist Prinzessin, als ich hier Nervensäge. Hättest du wohl eine heiße Spur für uns? Gestern Nacht ist ein Wagen davon gefahren. Ich hörte jemanden sagen, dass sie zuerst zum Strand und danach zum fliegenden Holländer fahren würden. Was sie dort wollten, weiß ich aber nicht. Gott. Die Krokos wissen bestimmt was. Jetzt habe ich sie wieder ganz anders gesprochen. Okay, wir gehen zu ihnen. Danke für die Info. Könntet ihr nächstes Mal bitte zuerst fragen, bevor ihr uns also den Schädel zieht? Ihr sollt euch mal nach dem fliegenden Holländer umsehen. Aber erstmal rosten wir ein wenig. Oh mein Gott. Ich sehe es jetzt schon kommen. Schlaute Kommentare mit BB. Warum ist die Folge so behindert und bla bla und sowas. Oh, ihr habt den Zielort erreicht. Du da, was weißt du über den verschwundenen Baden? Elite Koko, verschwundener Bade? Wir kämpfen gegen 5. Beginnt. Das soll wohl ein Witz sein! Nein, das nicht! Regeneration auf den Magier. Ich werde nie wieder aufnehmen, nachdem ich irgendwie geschlafen habe, ganz ehrlich. Sonst kommt nur aus der solche Scheiße raus wie gerade eben. Ja, einer ist tot. Jetzt fehlen nur noch 6. Und noch 4 von den 5, die ich hier töten will. Oh yeah. Super effizient. Gegenschlag. Das wollte ich schon Drachenblut sagen. Aber Drachenblut habe ich ja gar nicht an. Habe ich gar nicht gemacht. Morgen habe ich Nachmittagssport. Was ich richtig behindert finde. Warum singe ich jetzt so behindert? Behindert, 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 behindert. Alter. Das sind einfach momentan so diese Tumore, die aus mir herausstechen. Wahrlich, so heraus. Die platzen aus mir heraus. So dieser. Ich bin jetzt heute mal ganz behindert, Tumor. Oder ich singe irgendeine behinderte Scheiße, wobei wenn man das nachgoogelt, ja, das habe ich bei German Let's Play Highlights gesehen, dann findet Google sogar, kommt Google hier mit solchen Sachen wie Dieter Polen und sowas, Bohlen meine ich. Der Dieter, ja, haha, der ist gern in Polen, der klauen sie ihm sein Auto und dann haut sie ihn auf die Fresse. Nein, ich mag den Dieter Polen nicht. Dum 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 d
Der Dieter lebt in Polen, da geht's ihm ziemlich gut. Doch da hauen ihm die Leute ab und zu auf die Fresse. Und das mag er nicht so gern. Wow. Bin ich irgendwie von diesem Text oder so abgekommen. Eine Wüstenrose. Hä, die gibt's aber noch bloß in der Wüste. Weil sie Wüstenrosen heißen. Hm, ein Fall für Galileo Mystery, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß, das war gerade sehr laut. Zuerst machen wir mal das dicke Big Kroko irgendwas Wesen weg. Ja. Weil ist bestimmt ganz, ganz böse. Ich hab immer gesagt, das sieht aus wie Davy Jones, aber es sieht jetzt irgendwie für mich irgendwie aus wie so ein behinderter Dinosaurier. So ein hässliches Dinosaurierwesen-Teil. Weil es einfach ein hässliches, behindertes Dinosaurierwesen-Teil ist. Man kann das nicht groß erläutern. Oder nicht dazu sagen, was es so groß sein soll oder darstellen soll. Alter, wie stimmt das denn? Wird richtig behindert. Also, död. Der heilige Hammer. By the power of Grayskull. I have the power. Wow, ich habe, glaube ich, mal jetzt 3 Leben dazu gekriegt. Super! Om nom 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 nom. Hört sich gerade wieder so richtig behindert an und ich gucke so richtig behindert wieder. Alter. Zum Glück habe ich keine Facecam. Das würde ich mir wahrscheinlich dauerschämen dafür, was ich hier mache. So wie Tuttle bei seinen What the Fact Videos, die er glaube ich mal gar nicht mehr macht, oder? Weiß es nicht. Was ist das? Ich weiß nicht mal was. Wir suchen nach einem Wagen mit ein paar Leuten, der gestern Nacht hier unterwegs war. Die linke Karawane, die hat einen Umweg zum Jura-Dorf genommen. Und über diesen Umweg waren die auch sehr froh, haben die einen infernalischen Lärm gemacht. Ja, so alter Opa, das war so laut. Ja, ich wollte echt was anderes sagen, aber naja. Alter Opa. Ich sehe schon, komm, jetzt kommt wahrscheinlich jemand und beschwert sich, weil ich so laut bin. Lasst uns dorthin gehen. Ihr habt das Gefühl, dass euch die Krokos tatsächlich auf eine heiße Spur gebracht haben. Lasst uns zum Yoga-Dorf gehen und das überprüfen. Ich will erstmal rasten. Lasst mich doch noch ein wenig rasten, damit ich hier wenigstens mein Zeug auffüllen kann. Und jetzt auf dem Yoga-Dorf, bei dem die Yogas Yoga machen. Na 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 na. Als ihr im Yoga-Dorf ankommt, hört ihr Getrille aus der Schenke klingen. Der Bade? Lasst uns reingehen und herausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Ihr betretet die Schenke. Was? Ach, ihr betretet die Schenke. Ein. Und seht den Baden, der vor jedermann spielt. Er scheint völlig in seinem Element zu sein. Hey Bade, die Prinzessin sucht nach dir. Weiß sie, dass du hier bist?
Der Bade antwortet euch mit einem Lied. Es ist zu viel, ich mag nicht mehr. Sie schreit mich an und schnarcht so sehr. Nimm du mein Hut ohne Gewehr. Was? Während der Bade das Lied über seine mangelnde Liebe zur Prinzessin singt, betritt diese die Schenke. Ihr bist böse. Komm mit in die Hose. Wie so ein Hund. Die beiden sollen das unter sich ausmachen. Lasst uns hier verschwinden. Wichtige Tatsache. Ihr habt den Hut des Baden. Deshalb könnt ihr eurer Gruppe ab sofort ein Baden hinzufügen. Einfach einen Platz vorausgesetzt. Neue Klasse verfügbar. Barde. Wow, wir sind Level 22. Penispumpe. Ja, ich habe gerade eben Penispumpe gesagt. Wer nicht weiß, was eine Penispumpe ist, der hat verkackt. Der soll es nachgoogeln. Ich werde es nicht weiter erläutern. Ja, ja, und die Breakdance-Oma. Ja, und ich kaufe großen Phönix aus der Asche. Ja. Gegenstände aus, sonst ist weg. Oh, schweren Kämpfen, der Schlüssel zum Erfolg oder so. Was gibt es hier? Ach, Flachlandtempel, nein. Oh, wir könnten jetzt zur Riftklippe reisen. Ah, da will ich noch nicht hin. Oh, Kampf, 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 Kampf. Gefahr. Oh, Schreckenswolf. Und ein normaler Wolf. Oh, jo, 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 jo. Ja, ich muss jetzt Tarzan nachmachen. Denn Tarzan hat die längste Liane im Dschungel. Der ist so schlecht mit der längsten Liane. Ich weiß gar nicht mehr, den haben wir irgendwie früher mal gebracht. Mal, so, wir haben so einen von unseren Freunden da. So am Ende des Schuljahres. Da war das so, da hatten wir so ein Abschlussbuch. Und da halt so einer Tarzan, da haben wir immer gesagt, so, ja, der hat die längste Liane im Wald, nicht im Wald, sondern die längste Liane im Dschungel. Ach ja, die gute alte Zeit. Bloß ist die gute alte Zeit, ist leider vorbei. Und ich kann ihn nicht mehr, und ich stehe jetzt momentan mit den anderen nicht mehr so, leider momentan nicht so in Kontakt, weil sind alle so beschäftigt, müssen arbeiten, und ich habe Schule. Ich habe jetzt erstmal was wieder mitnehmen. So, am Mittwoch. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht aufnehmen können, weil da habe ich was mit so einem Freund gemacht. Oder da mache ich was mit dem Freund. Ja klar, ich habe was mit jemandem gemacht an dem Tag, so für die Zukunft und so. Ja, das versteht ihr. So in die Zukunft sehen und so. Ist einfach Monster umziehen, macht euch kampfbereit. Monster im Anmarsch, viel Spaß. Oh ja, yeah, wir können gegen Schneebären kämpfen. Wie solche Türsteher? Der kommt nicht vorbei. Da helfen auch keine Cheats.
Zuschauer.